Also das ist eigentlich eine kleine Geschichte über ein Stück Software, das ich geschrieben habe und generell, warum es cool ist, wenn man auch kleine Projekte macht, wo man vielleicht nicht glaubt, die ganze Welt wird da jetzt darüber schreiben, so wie das Apache oder so ist, dass man das als Open Source Projekt veröffentlicht und dieses Projekt heißt libxs4f. Ich werde kurz umreißen, wobei es darum geht. Dazu muss ich ein bisschen ausholen und ich muss zuerst kurz erklären, was Boundary Scan ist. Das kommt aus der Elektronik, wenn ich eine Leiterplatte habe und ich löte da meine Chips drauf, dann brauche ich irgendwelche Möglichkeiten zu erkennen, ob diese Lötstellen intakt sind und Chips alle miteinander verbunden sind. Und normalerweise, wenn man so diese grobe Elektronik von früher sich anschaut, kein Problem, macht man ein Foto, das kann man analysieren, sieht man alle Lötstellen. Heute hat man sogenannte BGAs, das ist ein Chip mit vielen kleinen Pads auf der Unterseite. Das Signal verschwindet dann in einem Senkloch, in irgendeine Bahn in der Mitte, bleibt innerhalb vom Print und kommt woanders mit einem Senkloch wieder unter einem anderen BGA-Package hoch und ist dann dort hoffentlich verlötet. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit von außen da irgendwie ranzukommen und zu überprüfen, ob das passt. Und darum hat man sich Boundary Scan ausgedacht. Das ist im Grunde eine Möglichkeit, so einen Chip in einen besonderen Zustand zu versetzen und dann kann man alle IO-Pins von dem fernsteuern und dann denkt man sich halt aus, da macht mit dem Pin 1010 und auf der anderen Seite schaut man, ob man das auch sieht und wenn man das dann sieht, und das, sind die Lötstellen intakt und das hat keinen Kurzschluss gegeben. Und dann hat man sich eine Schnittstelle ausgedacht, weil es wäre ja blöd, wenn jeder Chip ein eigenes Interface hätte für dieses Boundary Scan. Also haben sie eine Schnittstelle ausgedacht, um diese Chips alle in diesem Boundary Scan einheitlich anzusprechen und die Schnittstelle heißt JTAG. Ja, und dann haben immer mehr, gerade von den großen Chips, diese JTAG-Schnittstelle bekommen und dann ist man draufgekommen, mit diesen großen Chips, da will man auch andere Sachen machen, die will man debuggen, da will man Programmierung einspielen und so weiter und so fort. Und das macht man einfach über diese JTAG-Schnittstelle, weil die ist ja schon da. Das heißt, damit ist diese Schnittstelle auf einmal viel, viel wichtiger als nur für diese Produktionsaufgabe, die man beim Boundary Scan hat, dass man überprüft, ob das auch richtig ist oder nicht. Jetzt gibt es so Dateien, SVF-Dateien, in denen steht im Grunde drin, was soll man auf diese JTAG-Schnittstelle hinschicken. Und wenn ich jetzt irgendein Tool habe, um Software zu entwickeln, für FPGAs zum Beispiel, dann können die über viele Umwege solche SVF-Dateien ausgeben und die kann man dann in die JTAG-Probes hineinwerfen und die programmieren dann die ganzen Chips auf so einer Platine. Und damit kommt man relativ früh auch, wenn man mit diesem Bereich arbeitet, auf das Problem, dass man selber mit JTAG redet, weil da habe ich jetzt irgendwie meine Platine gebaut und da habe ich meine CPU oben und ich habe eine FPGA oben und ich will diesen FPGA programmieren, also muss ich auf einmal JTAG können, ich muss solche SVF-Dateien abspielen und das ist so wichtig, dass einer der wichtigsten FPGA-Hersteller, nämlich Xilinx, eine eigene Software herausgebracht hat, die sie im Source auch veröffentlicht haben, die man dann verwenden kann, um das zu machen, die heißt PlayXSVF. Das X übrigens steht immer für die Binärversion XSVF, aber das ist die gleiche Idee, nur ein bisschen platzsparender gespeichert. Und die haben das unter Superlizenz veröffentlicht, nämlich unter einer Lizenz, die es dem Anwender nicht gestattet, die Software im Source Code weiterzugeben. Binary ist okay, aber Source Code ist verboten. Damit kann man das in nichts einbauen, was irgendwie Open Source ist. Und die Software muss auf einem Xilinx Device laufen. Das macht grundsätzlich Sinn für das, was Xilinx so hat, weil die wollen diese Chips verkaufen und die wollen natürlich, dass die Software von Xilinx auf diesen Chips dran, aber die Software, die man braucht, um das Xilinx Device ursprünglich mal zu programmieren, die muss notgedrungenerweise woanders laufen und das geht nicht. Die Lizenz verbietet das. Dann habe ich an Xilinx ein Mail geschrieben. Da ist dann eine Standardantwort zurückbekommen, dass man quasi gar nicht versuchen soll, eine andere Lizenz zu bekommen. Das ist nicht verhandelbar. Ich habe keine Ahnung, wozu die das überhaupt geschrieben haben. Dann habe ich meine eigene Software geschrieben, libxs4f, eine Library, um solche XSVF-Player zu machen. Und da habe ich eine Zeit lang geschrieben und inzwischen hat das Support für alle möglichen Hardware-Komponenten als Examples eingebaut, aber die meisten Leute verwenden dann diese Examples, weil sie halt diese oder jene Probe haben und sie brauchen ein Programm, das mit dem reden kann und da gibt es eben ein Example-Programm dabei, das kann das mal so nebenbei. Und das habe ich unter einer Lizenz veröffentlicht, der ISC-Lizenz. Warum gerade die ISC-Lizenz? Weil die nämlich besonders offen ist. Das ist im Grunde so ähnlich wie die MIT-Lizenz, nur mit einer einfacheren Formulierung und ein bisschen kürzer. Aber es sagt im Grunde, du darfst damit machen, was du willst, darfst du nicht behaupten, dass es jemand anderes geschrieben hat, geschrieben habe ich. Und wenn irgendwas schief geht, darfst du mich nicht verklagen. Das habe ich da unter veröffentlichten Lizenz mir gedacht, vielleicht kann es irgendjemand brauchen. Und möglichst offen, weil gerade bei Embedded-Entwicklung, da will man das ja jetzt nicht
unbedingt einschränken, gerade bei was vielleicht in einer Woche nachimplementiert ist. Da setzt sich jemand hin und sagt, ich habe gesehen, Sie haben da diese Software geschrieben, aber leider ist unter der GPL und wir würden Ihnen gern viel Geld dafür geben. Nein, da sagt man, Programmierer, schreibt das. Ja, so ist es ja auch zu LibXS5 gekommen, weil das andere nicht und da braucht man Lizenz. Gut, das Ganze ist jetzt schon ein paar Jahre her und vor ein paar Wochen habe ich ein E-Mail bekommen von jemandem, der gesagt hat, er verwendet LibXS5 und er ist sehr happy damit und würde mich gerne darüber in Kenntnis setzen, dass Sie in Ihrer Organisation LibXS5 einsetzen. Die Organisation ist das CERN. Die haben rund um den Large Hadron Collider etwa 3000 kleine solche Elektronik-Gadgets. Auf all denen sind FPGAs drauf. Die haben einen eigenen Feldbus entwickelt, CERN-FIP heißt der, mit dem die diese ganzen über 3000 FPGAs, die den Large Hadron Collider in allen Ecken und Enden steuern, jederzeit auf eine neue Firmware-Update bringen können. Ich habe ein paar PowerPoint-Präsentationen vorhin zu dem Thema gelesen. Da steht überall, dass sie das nur machen, wenn er ausgeschalten ist. Also, aber man darf mich nicht verklagen, ISC-Lizenz, also wenn das schief geht. so kommt das, dass meine Software jetzt dazu verwendet wird, diese über 3000 FPGAs zu programmieren, die den Large Hadron Collider steuern. Das finde ich ziemlich cool. Und ich habe mir gedacht, das ist ein nettes Beispiel darum, warum das toll ist, Software auch unter einer freien Lizenz zu stellen und der Welt zur Verfügung zu stellen, ohne sich jetzt allzu viele Gedanken zu machen, was ist da mein Vektor, wie könnte ich da ein paar Cent rausquetschen. Und schwarze Löcher, also wenn es dann wirklich dazu kommt, dass die Erde in einem großen schwarzen Loch verschwindet, dann trifft mich möglicherweise eine gewisse Teilschuld, aber darum sind diese freien Software-Lizenzen ja immer so formuliert, dass da ein Haftungsausschuss drin ist, das heißt genau. Ja, das ist, ich bin jetzt nicht haftbar, aber ich bleibe haften. Ja. Gut, das war der erste Lightning Talk. Danke. So, von LibXS5 gibt es da unten CERN. Kommt man auf die Seite von dem Teilprojekt vom CERN-FIP, der sich mit FPGA-Programmierung beschäftigt. Und da findet man ganz unten hier Warm Acknowledgements zu Clifford Wolf von LibXS5.